Ja, willkommen zu unseren Abgeordnetengesprächen bei Wir bilden Zukunft. Ich bin Leonie Bremer und zusammen mit Klaus moderiere ich heute das Gespräch. Zu Gast haben wir Klaus Mintrup von der SPD und genau, er hat gleich auch noch die Chance, sich vorzustellen. Genau, thematisch geht es heute wieder um Klima und Corona. Und jetzt aber erstmal zum Technischen. Also als erstes werden so circa 30 Minuten lang Fragen gestellt an Klaus Mintrup. Jetzt ein bisschen verwirrend, weil wir zweimal Klaus haben, aber das kriegen wir hin. Das wird dann die ersten 30 Minuten ungefähr sein. Und danach habt ihr die Chance, 15 Minuten lang Fragen zu stellen, gegebenenfalls auch ein bisschen länger. Und diese Fragen könnt ihr im Chat stellen, entweder bei Zoom oder bei YouTube. Genau, und dann gibt es heute noch eine Besonderheit. Ihr könnt an einer Umfrage teilnehmen für die zukünftigen Abgeordnetengespräche. Da könnt ihr denen dann Fragen stellen. Und den Link dazu findet ihr in der Beschreibungsbox unten bei YouTube. Und genau, jetzt Klaus Mintrup, stell dich doch gerne mal vor. Ja, Klaus Mintrup, jetzt seit 2013 Mitglied des Deutschen Bundestages, bin Berliner, lebe seit 1994 in Berlin, bin geboren als Hausgeburt in Westfalen. Mein Vater war Schrankenwärter am Ende seines Berufslebens, meine Mutter leider schwerbehindert, beide leider schon über 10 Jahre tot. Habe Biologie studiert, bin dann nach Berlin gegangen, vor der Wahl in den Deutschen Bundestag. War ich kommunalpolitisch aktiv und Vorstand im Unabhängigen Institut für Umweltfragen, was ja vielleicht bekannt ist, von 1998 bis 2014. War im Bundesverband Windenergie im Bundesvorstand, auch glaube ich vorher 5 Jahre, da bin ich Anfang der oder Mitte der 80er Jahre beigetreten und bin auch Aufsichtsrat seit 18 Jahren einer kleinen Graswurzel-Wohnungsbaugenossenschaft in Berlin-Prenzlauer Berg, die aber auch Projekte in ganz Berlin und in Brandenburg macht. Und im Augenblick bin ich im Umweltausschuss und im Ausschuss für Kommunales und Bauen. Und einer der Koordinatoren der Klimaschutzpolitik der Bundestagsfraktion der SPD. Ja, herzlich willkommen. Und um noch mal ein Bild zu haben vom anderen Klaus, stell du dich doch gerne jetzt auch vor. Gut, ich heiße Klaus Mischen. Ich arbeite bei der Forschungsstelle für Umweltpolitik an der FU Berlin an einem Projekt über die Geschichte der Energiewende. Bin seit einem Jahr bei den Scientists for Future und war früher am Umweltbundesamt Abteilungsleiter für Klima und Energie. Genau, und dann fange ich auch schon an mit den Fragen. Mich würde interessieren, wenn du, Klaus, Bundeskanzler wärst, welches Klimagesetz würdest du als allererstes auf den Weg bringen? Als Bundeskanzler. Das ist also erstmal weiß ich, dass die Bundeskanzler oder die Bundeskanzlerin keine große Macht haben, alleine zu agieren. Sie brauchen ja eine große Mehrheit im Deutschen Bundestag und breiten Konsens. Ne? Aber tatsächlich glaube ich, dass das Allerwichtigste ist, ein wirklich europäisches Klimagesetz hinzubekommen, das jetzt tatsächlich auf dem Weg ist mit ehrgeizigen Zielen für Europa und Kooperationsangeboten für den globalen Süden. Das wäre etwas, was total super wäre, weil wir sind ein Wirtschaftsraum in Europa und das ist eigentlich die richtige Ebene, wenn man da zusammenarbeitet. Und das würde ich gerne auf den Weg bringen und das wäre wirklich lohnenswert. Ja, spannend. Und wenn du ein Demoschild uns zeigen möchten müsstest oder malen müsstest, wie sähe das denn aus? Ich weiß nicht, kann man das sehen? Das Gelbe Ja. nicht so gut. Kannst du mir mal vor? Okay, also Willy Brandt hat einmal gesagt, Frieden ist nicht alles und aber ohne Frieden ist alles nichts. Und das Zitat ist jetzt sozusagen geändert worden von mir. Klimaschutz ist nicht alles, aber ohne Klimaschutz ist alles nichts. Und deswegen auch nochmal die Friedenstaube an der Seite mit dem Bezug auf das Zitat von Willy Brandt. Und das habe ich tatsächlich im Bundestag auch schon so erzählt, abgewandelt am Schluss eine Rede zum Thema Klimaschutz. Also das wäre mein Schild bei der Demonstration in der Tradition von Willy Brandt nach den aktuellen Erfordernissen, wobei das Thema Frieden ja auch weiterhin wichtig ist. Das sieht man ja gerade in der Debatte um die nukleare Ausrüstung. Also das wäre mein Schild. War das denn schon mal auf einer Demo? Bitte? War das denn schon mal auf einer Demo? Nee, das Schild ist jetzt für euch gemacht worden. Aber wie gesagt, das Zitat habe ich, ist original von mir im Deutschen Bundestag im Wortprotokoll verwandt. Aber ihr habt mich auf die gute Idee gebracht. Kann man ja beim nächsten Mal machen. Dann machen wir es ein bisschen größer, oder mache ich es ein bisschen größer und dann wird nicht mit Gelb geschrieben, sondern ein bisschen mehr Rot ist ja vielleicht auch nicht schlecht. Gute Idee. Ja, und dann kommen wir auch so schon zur aktuellen Situation. Und zwar, oder ich warte erst, bis du wieder da bist.
Ja, ich wollte das Schild noch an die Seite stellen. Also, ja, gut, okay, lassen wir es raus. Okay, bitte. Genau, und zwar, wir befinden uns ja momentan in zwei Krisen. Und da ist für mich die Frage, was ändert sich gerade bei der GroKo und generell in der Klimapolitik? Was sich ändert, ist, ja, vielleicht ist es nochmal wichtig, die GroKo ist ja ein ziemlich schwieriger Begriff. Wir sind da, es ist im Grunde genommen sowas wie eine Zwangsheirat gewesen, nachdem dieses Jamaika-Bündnis nicht zustande gekommen ist. Und im Augenblick, ich sag mal, spitzte die Corona-Krise, glaube ich, eher Dinge zu. Es gibt Menschen in der Unionsfraktion, die sagen, jetzt muss man zurück zu den alten Antworten, jetzt muss der Schornstein wieder rauchen und wir müssen weniger Klimaschutz machen, damit die Wirtschaft wieder in die Gänge kommt. Und es gibt halt in der SPD, glaube ich, eine breite Mehrheit, die sagt, wenn, dann muss die Wirtschaft schon jetzt möglichst weit in Richtung Klimaschutz transformiert werden. Zumindest zeichnet sich diese Mehrheit bei uns so ab und auch Olaf Scholz drückt das ja so aus. Und das Entscheidende, es gibt zwei entscheidende Kampffelder. Das Entscheidende ist auf der europäischen Ebene, wie verhalten wir uns zur Verschärfung der Klimaschutzziele in der Europäischen Union und dem Europäischen Klimaschutzgesetz. Da sieht es ja so aus, dass morgen die Unionsfraktion ein Papier verabschieden wird, dass sie das nicht unterstützen wird, weil das ja auch Deutschland auch durchschlagen würde. Wir werden das als SPD unterstützen. Das wird ein inhärenter Konflikt. Und das zweite große Thema ist natürlich das Thema um den Ausbau der erneuerbaren Energien in Deutschland, wo wir seit mindestens einem halben Jahr überhaupt nicht vorankommen, weil es diese ständige Blockade des Ausbaus der erneuerbaren Energien gibt und wir hoffen nicht mal bald das Ganze durchschlagen, dieser 52-Gigawatt-Deckel, dass die Hemmnisse für den Ausbau der Windenergie, sehr, sehr schwierige Situation im Augenblick und völlig unbefriedigend. Ich habe eine gewisse Hoffnung, dass von der Leyen als Kommissarin in Europa mit Timmermans zusammen auch Druck auf Deutschland ausübt, dass diese Blockade aufgehoben wird. Optimistisch stimmen mich aber die Signale nicht, die ich gerade höre von unserem Koalitionspartner. Und dazu direkt, inwieweit unterstützt die SPD von der Leyen in ihren Aussagen? Also wir unterstützen den Green Deal. Wir wollen auch die Verschärfung der Klimaschutzziele. Wir wollen auch die Umsetzung in Deutschland. Wir hatten auch Timmermans lange bei uns. Timmermans war auch in der Arbeitsgruppe, die ich leite, hat das nochmal dargestellt. Wir werden morgen auch in der Fraktion ein Wasserstoffpapier beschließen, was ganz klar nochmal sagt, wir müssen die erneuerbaren Energien ausbauen. Ich persönlich habe im Bundestag gesagt, Europa war früher eine Union von Eisen und Stahl, muss jetzt eine Union von erneuerbaren Energien und Wasserstoff werden. Da gibt es bei uns einen sehr breiten Konsens. Bei allen Schwierigkeiten, ich sage jetzt mal noch in der Umstrukturierung der einzelnen Industrien, da kommen wir vielleicht ja nochmal zu. Ich habe noch eine Nachfrage zu den erneuerbaren Energien, wo du sagst, es gibt diese zwei Pole innerhalb der Koalition. Wie stark schätzt du denn die beiden Lager ein? Und wo gäbe es Kompromisslinien für die erneuerbaren Energien, dass man da endlich mal vorankommt? Also die Lage ist tatsächlich wirklich dramatisch. Also dieser 52-Gigawatt-Deckel ist echt eine Ausgeburt von Schwachsinn, ne? Also wir brauchen nach den unterschiedlichen Szenarien zwischen 300 bis 1000 Gigawatt Photovoltaik in Deutschland, um klimaneutral zu sein. Das ist so die Bandbreite. 300 ist die Untergrenze und wenn man dann bei 52 aussteigt, ist es schwierig. Ich glaube, das weiß auch die Unionsfraktion. Sie will aber den 52-Gigawatt-Deckel nutzen, um damit die Frage der Windenergie gleich zu klären und die Windenergie oder die Photovoltaik in Geiselhaft für die Windenergiefrage zu nehmen. Aber ohne Onshore, also Windkraft an Land, werden wir die Energiewende und den Klimaschutz nicht hinkriegen. Deswegen kann es auch keine 1000-Meter-Regelung geben, die festlegt, dass Windkraftanlagen 1000 Meter von jedem einzelnen Gehöft verboten sind. Und meine Hoffnung ist, dass das am Ende geklärt wird über die Konferenz der Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten bei der Kanzlerin und mit dem Vizekanzler Scholz, dass die sich in der Frage einigen, weil die Bundesländer sind progressiver als weite Teile der Unionsfraktion an dieser Stelle. Und außerdem haben wir ja noch das europäische Recht, was uns ja auch nochmal hilft an dieser Stelle. Aber Prognosen sind unglaublich schwierig. Ich selber habe ja verhandelt mit der Union das Klimaschutzgesetz und das nationale Brennstoffemissionshandelsgesetz. Aber das wurde verhandelt mit den Umweltpolitikern, beziehungsweise mit Anja Weisgerber am Ende alleine. Die Wirtschaftspolitiker sind da in der Union aus einem etwas anderen Holz geschnitzt und eher der Vergangenheit zugeneigt. Okay,
Und ich sage mal, selbst den Kohlekompromiss, über den man sich ja streiten kann, ne? In Frage stellend, aber nicht in dem Sinne, wie jetzt Fridays oder Ramsdorf den in Frage stellen, sondern genau dem anderen Sinne sein lassen. So, ja. Und das ist schon sehr schwierig. Okay, dann jetzt zurück nochmal zu Corona. Und zwar fließen ja gerade 100 Milliarden von Euro in die Corona-Rettungsschirme. Welche Rolle spielen da Klimakriterien? Und genau, wo setzt ihr euch ein? Was möchtet ihr an Klimakriterien mit reinbringen? Ja, im Augenblick sind es ja Maßnahmen, die auf der einen Seite helfen, dass das Gesundheitssystem nicht zusammenbricht, weil wir halten Krankenhäuser zum Beispiel frei für die, also Notbetten werden freigehalten und im Augenblick nicht belegt, da helfen wir den Krankenhäusern, dass sie nicht pleite gehen. Wir helfen vielen Unternehmen, dass sie auch nicht pleite gehen über Zuschüsse und Kredite. Das ist im Grunde genommen alles ein Ad-hoc-Notmaßnahmenpaket. Jetzt kommt aber die Debatte Ende des Monats, Anfang Juni werden wir Vorschläge von der Bundesregierung kriegen und wir werden als SPD-Fraktion eigene Vorschläge auch entwickeln für ein sogenanntes Klimakonjunkturprogramm. Und da zeichnet sich bei uns eine Mehrheit dafür ab, dass wir sagen, wir wollen bestimmte Maßnahmen aus dem, wir sprechen vom Social Green Deal, weil der Green Deal muss ein sozialer sein, muss eine sozial-ökologische Transformation sein. Wir wollen dort Maßnahmen vorziehen. Das heißt also, morgen, wenn wir das erste Mal was zum Thema Wasserstoff beschließen, das heißt also, unserer Meinung nach müssen das Impulse sein für mehr Umweltschutz, mehr Gesundheitsschutz, weil da gibt es die Zusammenhänge. Das ist aber noch nicht das, was jetzt, oder das ist nicht das, was die Sofortmaßnahmen sind im Augenblick. Das ist ja Notmaßnahmen, damit unser Land nicht zusammenbricht. Das ist eher das Konjunkturprogramm. Und das wird tatsächlich dann auch wiederum eine sehr spannende Debatte, weil das muss ja ausfinanziert werden. Und dann geht es natürlich um die Transformation in den einzelnen Sektoren. Also sprich, wie kriege ich wieder mehr erneuerbare Energien hin? Wie kriege ich die Bürgerenergie vorangetrieben? Es kostet weniger Geld, ist mehr eine Frage von bürokratischen Hemmnissen. Wie kriege ich den Umweltverbund im Verkehr gestärkt? Da haben wir gerade große Probleme, weil viele Verkehrsverbünde haben viel wegbrechende Einnahmen. Die DB hat wegbrechende Einnahmen, also das darf da nicht zulasten gehen. Die Debatte um die Lufthansa beteiligen wir uns. Da muss es ja wie in Frankreich auch eine Lösung geben, dass die dann auch schnell in Richtung Klimaschutz geht. Das wären schon sehr interessante Dinge, die wir dann zu besprechen haben. Mhm. Aber da werden dann wieder die beiden Linien aufeinanderprallen. Die eine Linie, die sagt, der Schornstein muss rauchen, weg mit den Auflagen. Und die andere Linie, lass uns die Transformation vorangehen. Lass uns jetzt gucken, dass wir vielleicht 3, 4, 5, 6, vielleicht auch 10 Jahre nach vorne springen. Und ich kann es mal konkret machen. Wir haben in unserer Arbeitsgruppe, die wir haben, die interdisziplinär an dem Thema Klimaschutz arbeitet, hatten also am letzten Mittwoch eine Anhörung und haben den DGB angehört, Agora, die ja heute ihr Booster-Konzepte vorgestellt haben, und den DNR, den Kai Liebert, um zu schauen, wie kriegen wir das zusammen mit den Verbänden hin und wie kriegen wir eine Allianz hin zwischen den Gewerkschaften und den Umweltverbänden. Eine kurze Nachfrage zu dieser ganzen Zuschussfrage an Lufthansa, an die Automobilkonzerne, wen auch immer. Ja. In anderen Ländern wie Italien und Frankreich gibt es ganz klar Regeln, dass Konzerne, die jetzt noch Dividenden zahlen oder Boni an Vorstandsmitglieder ausschütten, keine Förderung von der nationalen Ebene bekommen. Habt ihr sowas auch geplant und werdet ihr da einen Riegel vorschieben? Das ist die Position der SPD. Inwieweit es die Position dann in der Bundesregierung ist, weiß ich noch nicht, aber ich glaube, dass wir uns da durchsetzen werden. Weil wir sind zwar der kleinere Koalitionspartner, aber ich denke, dass in der Bevölkerung es dafür überhaupt gar kein Verständnis gibt, wenn das passieren würde. Okay, und jetzt zu einer anderen Einschätzung. Und zwar, die Schutzmaßnahmen für Corona und Klima bringen die Generation wieder näher aneinander. Corona ist ziemlich lebensgefährlich oder mehr riskant für die ältere Generation und die Erderhitzung ist in der Zukunft lebensbedrohlicher für die jüngere Generation. Also wie kann Corona und Klima dieser Generationsvertrag aussehen? Ich hoffe, dass wir den hinkriegen. Die Debatten im Bundestag in der letzten Woche haben mich aber nicht hoffnungsfroh gestimmt, weil ich festgestellt habe, dass die AfD nicht nur den menschengemachten Klimawandel leugnet, sondern auch die Gefahr durch Corona. Zumindest der Herr Hilse, der vor mir gesprochen hat in der letzten Woche. So, gut wäre es, wenn wir tatsächlich auch darüber hinaus sehen, wo es Verbindungspunkte gibt, weil
die ältere Generation ist ja nicht nur durch Corona gefährdet, sondern die ältere Generation ist natürlich auch durch Hitzewellen gefährdet. Das ist ein Thema, was in Deutschland sehr wenig diskutiert wird. In Frankreich seit der großen Hitzewelle mit vielen tausend Toten in den 90er Jahren, ich glaube, war 92 oder sowas, kann man überlegen, oder auf jeden Fall haben die dieses Problem viel eher. Und da kann man im Grunde genommen sagen, wenn wir die älteren Menschen schützen wollen und auch selber schützen wollen, dann müssen wir Klimaschutz und Gesundheitsfragen miteinander verbinden. Und das sehe ich als große Chance an, die auch noch näher hinzubekommen. Das bedeutet natürlich auf der einen Seite Prävention durch weniger Ausstoß von Klimagasen, auf der anderen Seite natürlich einen Umbau unserer Städte in Richtung mehr Vegetation, andere Wasserhaltung, mehr Kühlung, andere Frage des, wie ich wohne. Und ich befürchte, wenn wir tatsächlich wieder so einen heißen Sommer kriegen, dass die älteren Menschen, die aus den Altersheimen dann eventuell noch nicht wieder rauskommen, da ganz hart getroffen sind. Also so würde ich es verbinden wollen und das werde ich auch versuchen, bei uns auch in eine Position einfließen zu lassen. Und der sozialdemokratische Weg, um Paris, also das 1,5-Grad-Ziel einzuhalten, wie konkret sieht das aus? Das ist tatsächlich eine Debatte, die extrem spannend ist. Wir haben ja verschiedene, wir haben den Klimaschutzplan 2050, der ja von der Bundesregierung schon kurz nach Paris beschlossen worden ist und jetzt auch das Klimaschutzgesetz. Und die Frage ist ja, ob unsere Schritte, die wir machen, ausreichen. Rahmsdorf hat ja einen anderen Ansatz und sagt, also vom Budget her müssen wir viel schneller sein. Das ist insofern wahrscheinlich richtig, wird aber im Augenblick wenig politisch diskutiert. Und ich glaube, das muss man tatsächlich auch auf der europäischen Ebene diskutieren, weil wir wirklich dann in einem Wirtschaftsraum sind und gemeinsam da schneller vorankommen können. Und die Frage 1,5 Grad, 2 Grad, ich glaube, wir müssen dann auch mit den Chinesen weiter zusammenarbeiten. Also man muss eine Allianz der Ambitionierten setzen. Und ich hoffe, dass es so ein bisschen beim Klimaschutz ist, wieder mit dem Mindestlohn. Wenn man einmal ein Gesetz hat, das sagt, wir führen sowas ein, dann wird man hinterher nicht davon wegkommen, sondern wird eher schneller sein. Und alles, was ich von den Wissenschaftlern höre, ist, dass wir schneller sein müssen als 2050. Und es gibt dann noch einen Punkt, der mir immer wieder auffällt. Manche meinen, dass das ein Grenzwert ist, den man in 2050 einhalten muss. Wir haben aber ein ausstoßbares Volumen, was wir brauchen, was wir nur noch zur Verfügung haben. Da gibt es natürlich eine Korrelation zur Vegetation und zu den Böden und zu den Ozeanen, was die aufnehmen können. Also naturwissenschaftlich ist nicht ganz so einfach. Aber je schneller wir hier vorankommen, umso besser ist es. Und ich sehe ja die Industrie, die zum Teil kapiert hat, dass ein Setzen auf die alte fossile Welt für sie wirtschaftlich extrem gefährlich ist und jetzt ja zum Teil uns mit den Klimaschutzzielen überholt. Also viele Konzerne, die auch in der 2-Grad-Stiftung sind, wollen ja schneller klimaneutral werden als wir. Also insofern diskutieren wir das bei uns, aber ich sage jetzt mal, das ist nochmal eine grundsätzliche Debatte, die im Zusammenhang mit unserem Wahlprogramm wahrscheinlich nochmal auf der Agenda stehen muss. Okay, aber ganz unabhängig von dem bestimmten Amount, bestimmten Volumen an Emissionen, die wir noch emittieren können, bis das 1,5-Grad-Ziel nicht mehr einzuhalten ist. Du orientierst dich auch an 2050 und an keinem früheren Jahr? Nein, das habe ich ja gerade versucht, also deutlich zu machen. Also im Augenblick gibt es einen breiten Konsens, dass 2050 richtig ist. Ich persönlich finde diese Initiative, die jetzt sagt, 2035 sollten wir anstreben, eine sehr realistische und gute Alternative. Man muss nur schauen, wie man möglichst viele Menschen mitnimmt. Und ich hoffe, wenn man mehrere gute Beispiele hat, also Kommunen, die vorangehen, Unternehmen, die vorangehen, dass man dann sagen kann, okay, wir müssen schneller sein und wir können schneller sein. Das ist immer so ein Problem, wenn man ein Ziel hat und die Latte zu hoch hängt und alle glauben, diese Latte ist gar nicht zu sozusagen, man kann da gar nicht drüber springen, dann bewegt sich keiner. Also im Augenblick spricht alles dafür, dass 2050 zu spät ist. Allerdings müssen wir auch bedenken, wenn wir das alleine machen würden, reicht es auch nicht. Wir müssen versuchen, eine möglichst breite Bewegung in der Welt hinzubekommen und vor allen Dingen den Einstieg in die Kohleverbrennung in vielen Ländern des globalen Südens zu verhindern. Das ist also schon ein bisschen komplexer. Ich werde dazu demnächst auch mit Ernst Ulrich von Weizsäcker und einer ganz jungen Kollegin aus München mit Polina was veröffentlichen. Okay, und wenn du zwei Wünsche offen hättest, die du an die Klimabewegung stellen könntest, welche wären das? Also der erste Wunsch
wäre, sich stärker zu vernetzen mit der Jugend der Gewerkschaften. Ich glaube, das wäre total wichtig, vor allen Dingen mit der IG Metall-Jugend. Das sind Menschen, die eine Ausbildung haben und die brauchen wir zukünftig für die Transformation. Die werden dann keine Kraftwerksturbinen mehr bauen und keine Verbrennungsautos, aber sie werden vieles machen, weil wir werden auch viele Technikeinsätze bauen. Ich glaube, das würde der Bewegung tatsächlich wirklich helfen und würde uns tatsächlich wirklich breiter, würde uns wahrscheinlich breiter aufstellen. Und der zweite Wunsch ist, ich sage jetzt mal, durchhalten. Weil das, was ich eben gesagt habe, wenn jetzt der Bundestag einmal ein Klimaschutzgesetz beschlossen hat, er wird es nie wieder aufheben. Aber entsprechend des Grundgedankens von Paris wird es ja ständig Überlegungen geben, wie wir die Ziele anschärfen können, wie der technologische Fortschritt ist und durchhalten. Also ich sehe die Notwendigkeit, einen langen Atem zu haben. Aber gibt es nicht auch, du hast einige Elemente genannt, die in die richtige Richtung treiben. Also wenn es Unternehmen gibt, wenn es Kommunen gibt, die mehr machen, als jetzt schon erforderlich ist. Gibt es weitere Verbündete, die ihr und wir suchen können, um das Projekt schneller voranzutreiben Richtung 2035? Also wer aus meiner Sicht wirklich gute Verbündete sein können und auch überwiegend sind, sind auf jeden Fall ein Großteil der Stadtwerke, der kommunalen Versorgungsstrukturen. Mit denen muss man natürlich dann konkret reden, wie die Transformation der Fernwärmesysteme ist, wie die Stärkung des öffentlichen Nahverkehrs ist, wie man Prosumer-Modelle einbaut. Also Stadtwerke, zum Teil sind es auch die Energiegenossenschaften ganz wichtig. Die Wohnungswirtschaft ist ein total wichtiger Partner, mit denen man reden kann. Und ich glaube auch die Landwirtschaft und Forstwirtschaft, die ja im Augenblick merken, dass sie keine Existenzgrundlage mehr haben, wenn sie nicht mehr wissen, ob sie sehen können oder nicht, weil sie nicht mehr wissen, ob es regnet oder nicht regnet. Also da gibt es breite Verbündete an dieser Stelle und mit denen muss man reden. Und das tue ich auch ständig und auch zum Teil an alte Fronten, ich sage jetzt mal, beenden. Wo ich mir Sorgen mache, ist im Bereich der Wirtschaft. Da gibt es eine unterschiedliche Entwicklung. Wir haben einige DAX-Konzerne, die gedrückt werden, auch durch ihre Stakeholder, durch ihre Eigentümer in Richtung Klimaschutz zu gehen. Das ist ja schon erstaunlich. Ich meine auch die Rolle des norwegischen Staatsfonds, die Geld verdienen durch fossile Energiequellen, die sie verkaufen, aber jetzt ihre ganzen Anleihen und beziehungsweise ihre ganzen Aktienbeteiligungen Richtung Klimaschutz drängen. Aber ich habe weite Teile des Mittelstandes oder Teile des Mittelstandes, die total auf der Blockadeposition sind und Angst haben vor dem Thema Klimaschutz. Und das könnte eine Gruppe sein, die am Ende entscheidend sein wird. Und im Augenblick leider in Teilen für AfD-Argumentation empfänglich ist, an das Bundesverband mittelständischer Wirtschaft, die sehr progressiv unterwegs sind. Und ich glaube, dass eigentlich gerade das Thema Klimaschutz, Energiewende ja auch wieder mehr Wertschöpfung nach Deutschland holt, weniger Energieimporte, weil wir sehr viel Potenzial in unserem Land haben. Das ist aber ein harter Battleground. Gut, bevor wir jetzt zu den Fragen von den Gästen und Zuschauern kommen, habe ich noch eine Frage, und zwar, wie positionierst du dich zu der Wissenschaft? Wir haben im Moment das Problem, dass in der Corona-Krise die Wissenschaft der Baustein für die Entscheidungen und Maßnahmen war. In der Klimakrise war das bisher nicht der Fall. Wie schaffen wir es, uns klar zur Wissenschaft zu positionieren? Was machst du persönlich dafür? Ja, erstmal gibt es ja nicht die Wissenschaft, sondern es gibt Wissenschaftler oder Wissenschaftler, die miteinander diskutieren, um dann tatsächlich zu einer entsprechenden Meinungskonsens zu finden. Und im Bereich des Klimaschutzes gibt es ja diesen Meinungskonsens. Also ich habe genau zu diesem Thema im Bundestag am Donnerstag geredet und habe bezogen auf die Corona-Krise gesagt, dass wir andere Instrumente haben als vor 100 Jahren bei der sogenannten spanischen Grippe, weil wir im Bereich vor allen Dingen der Replikation von DNA und RNA, es ist ja in dem Fall weitergekommen sind, sodass wir genau identifizieren können, mit welchen Viren, mit welchen Mutationen haben wir es zu tun und wer ist eigentlich infiziert. Und habe gesagt, im Bereich des Klimaschutzes gibt es was Vergleichbares. Und zwar das, was die Frau Otto vor allen Dingen macht, die im Grunde genommen ein Modell aufstellen kann und sagen kann, welche Wetterereignisse von heute sind tatsächlich schon auf den Klimawandel zurückzuführen. Und das ist tatsächlich wirklich der Durchbruch, sodass wir dieses Argument, im Augenblick haben wir es mit singulären Wetterereignissen zu tun, die nichts damit zu tun haben, dass das Klima sich durch den Menschen verändert, dass wir diese Argumentation durchbrechen.
Und wenn das stärker sich wirklich durchsetzt, wird uns das in der politischen Debatte sehr, sehr helfen. Okay, ich sehe immer viele Fragen von YouTube und von Zoom. Sind tatsächlich sehr viele. Ich fange einfach mal an. Und zwar, die erste Frage ist, wie schätzt du die Lage innerhalb der GroKo bezüglich sozial-ökologischen Antworten auf die Wirtschaftskrise ein? Habe ich, glaube ich, gerade eben gesagt. Eine extreme Auseinandersetzung, nicht bei uns in der SPD, sondern vor allen Dingen in der CDU-CSU. Und die Frage ist, wer wird dort gewinnen? Und sind es quasi die alten Kräfte, ich will jetzt keine Namen nennen, das ist dann langweilig, nicht? Aber sind es die alten Kräfte, die wieder zurück wollen zu den fossilen Energien, zum Teil sogar zurück zur Atomenergie? Oder sind es quasi die Progressiven, die sich da durchsetzen? Ich kann das am Ende nicht beurteilen. Ich habe die Hoffnung, dass die Progressiven sich durchsetzen, dass Merkel da auch mal endlich mal Führung zeigt und dass vor allen Dingen, ich sage mal, der Druck von unten, der Druck von Koalitionspartnern, der Druck von der EU dazu führt, dass die sich da bewegen. Aber Prognosen, ich weiß es nicht. Also für uns war auch klar, um das mal zu sagen, wenn es kein Klimaschutzgesetz gegeben hätte im letzten Jahr, dann hätten wir diese Koalition beendet. Das war vollkommen logisch. Und wenn wir hier nicht weiterkommen, dann wird das auch schwierig, das für uns so alles mitzumachen. Vielleicht eine kurze Nachfrage nochmal zur Bundeskanzlerin. Wie schätzt du das ein? Wird sie irgendwann nochmal auf die Pauke hauen? Also meine Erfahrung mit ihr ist, dass sie hervorragend ist, große Reden auf großen Konferenzen zu halten. Aber das war, also kurz nach Paris gab es eine Verhandlungsgruppe, also nach dem Paris-Abkommen, über die Frage, wie sieht eigentlich ein Klimaschutzplan aus für Deutschland auf der Fraktionsebene? Ne? Da habe ich, oder ich sage jetzt nicht, wer auf der anderen Seite saß, aber ich war da für die SPD die Spokesperson, ne? Und was mir da von der Unionsfraktion um die Ohren gehauen wurde, das war fürchterlich. Dann habe ich gesagt zu Matthias Miersch, meinem Sprecher, heute stellvertretender Fraktionsvorsitzender, Matthias, die wollen ja das, was in der Bundesregierung Konsens ist, noch weiter abschwächen. Und da habe ich gesagt, das machen wir nicht. So, weil im Koalitionsvertrag hatten wir uns damals nicht auf ein Klimaschutzgesetz geeinigt. Und was die Bundesregierung macht in einem Plan, das muss die Bundesregierung entscheiden. Und ich habe diese Arbeitsgruppe einfach beendet, weil sie hätte das, was da am Ende gekommen ist, sogar noch abgeschwächt. Und so ist das sehr schwierig. Sie hat dann im Grunde genommen nichts gemacht, hat nicht eingegriffen. Ne? Ich hoffe, dass sie das jetzt tut, auch weil sie ja weiß, dass das ihre letzte Wahlperiode ist und dass Deutschland ja die EU-Präsidentschaft hat und sie eine entscheidende Rolle hat und dass es etwas peinlich ist, wenn wir in Europa Klimaschutz machen wollen und selber komplett versagen. Also eine gewisse Hoffnung habe ich, dass sie da mutig vorangeht. In der Vergangenheit war das nicht immer so. Gut, dann zur nächsten Frage. Und zwar geht es jetzt nochmal um die Abwrackprämie. Genau, also vielleicht erstmal, wie stehst du dazu? Und vor allem aber, sperrt die SPD sich sperrt sie sich gegen die Abwrackprämie? Also das, was es in der Vergangenheit als Abwrackprämie gegeben hatte, wird es aus meiner Sicht so nicht geben. Wobei man natürlich gucken muss, immer schwierig sozusagen als Tiger zu starten oder als Bettvorleger zu landen. Am Ende bin ich gespannt, wie diese Entscheidung stattfindet. Also wir sind uns in der SPD-Fraktion einig, dass es in der Automobilindustrie eine Transformation geben muss, und zwar hin zu elektrischen Antrieben, also überwiegend batterieelektrisch für kleine Distanzen. Und je schwerer das Fahrzeug wird und je länger die Distanzen, auch elektrische Antriebe und Wasserstoff. Und das, was jetzt gemacht werden muss, muss auf jeden Fall helfen, in diese Richtung zu gehen und gleichzeitig ja damit auch diese Industrie zu transformieren. Das Problem ist, wir haben einen total blöden Zeitpunkt, weil die Automobilindustrie einfach mehrere Jahre zu spät unterwegs ist. Aber von uns wird es keine Abschwächungen geben. Also ja, das ist ja überwiegend Flottengrenzwerte, Regulierung des Europäischen Parlaments. Und wir werden alles dafür tun, dass es in Richtung umweltfreundliche Antriebe geht. Und dass wir dabei natürlich auch den Umweltverbund nicht vergessen. Also mein größter Arbeitgeber in meinem Wahlkreis, der baut Schienenfahrzeuge. Also so. Aber also so eine platte Abwrackprämie wie in der Vergangenheit wird es sicherlich nicht geben. Aber bin mal gespannt, weil auch Baden-Württemberg mit Kretschmann als grünen Ministerpräsidenten rennt davor, setzt im Grunde genommen die Bundesregierung unter Druck. Bin gespannt, was die Länder an dieser Stelle machen. Wir hatten eine Telefonschalte, das ist nochmal wichtig, mit den Kolleginnen und Kollegen von der IG Metall, mit den Betriebsräten.
wo wir auch viele Zulieferer dabei hatten. Und die wollen natürlich auch, und da gibt es auch zum Beispiel Zulieferer, die sich umgestellt haben von Getrieben und jetzt Getriebe in Windkraftanlagen bauen und keine Arbeit haben, weil diese Windkraftanlagen nicht hergestellt werden. Also wir müssen gucken, dass es eine größere Transformation in diesem Bereich gibt, in dem die IG Metall tätig ist, und eine reine oder so eine Abschrottungsprämie wird es so nicht geben, glaube ich. Siehst du es als Option, dass wenn man schon auf den Sektor Mobilität setzt, dass man da zum Beispiel auf den Ausbau von Elektrobussen zum Beispiel eingeht? Ja, die Elektrobusse, aber auch dann zum Teil eben auch Wasserstoffbusse, sind ja eigentlich auch schon vorgeschrieben über, wenn ich das richtig weiß, über die europäische Regulierung. Das Problem dabei ist eher im Augenblick noch der zu hohe Preis und dass die deutschen Unternehmen da noch nicht richtig eingestiegen sind. Aber das muss auf jeden Fall gepusht werden. Ne? Es gibt also alles, was sozusagen der ganze Transformationsprozess muss weitergefasst werden. Wir haben im Augenblick an Bayern noch Dieselstrecken ausgeschrieben. Also wir geben den Bayern Bundesmittel für den öffentlichen Nahverkehr und die fahren zum Beispiel auch mit Dieselloks, während Schleswig-Holstein eine Ausschreibung gemacht hat und komplett auf elektrische Fahrzeuge umstellt, auch wenn kein Oberleitungsdraht da ist. Also es muss den öffentlichen Verkehr umfassen, sowohl den schienengebundenen als auch den Busverkehr, und die elektrischen Antriebe sind eben viel effizienter. Und wenn es geht, batterieelektrisch mit Zwischenaufladungsmöglichkeiten, wenn wir gebirgige Situationen haben oder lange Strecken, wird es Wasserstoff sein, genau dasselbe. Das gesamte Thema des Lkw-Verkehrs, da gibt es interessante Modelle aus der Schweiz, die auch jetzt zum Teil aus Deutschland übernommen werden, wo der Handel drauf drängt, mit Wasserstofffahrzeugen zu arbeiten. Ja, und dann kommt natürlich der Umweltverbund, Fahrradverkehr darf man nicht vergessen, und der einzelindividuelle Verkehr. Und wenn wir in Richtung batterieelektrische Fahrzeuge gehen, müssen wir natürlich die Ladeinfrastruktur bauen und den Ausbau der Erneuerbaren hinkriegen, damit das da auch mit korreliert. Also das ist schon ein gesamtgesellschaftlicher Umbauprozess, der im Augenblick noch an verschiedenen Stellen richtig hakt. Eine kurze Nachfrage, die kam auch aus dem Netz. Als Begleitmaßnahme zu diesen eher technischen Sachen, die du gerade erläutert hast, ja. Wie sieht das mit der CO2-Steuer aus? Wie ist die Position? Gibt es da die Möglichkeit, zum Beispiel über eine Verschärfung der CO2-Steuer diesen ganzen Transformationsprozess nicht noch weiter voranzutreiben? Eine reine Verschärfung ist ja keine CO2-Steuer. Ne? Also wichtig. In jeder Rede sage ich, wir haben unsere Vorgänger 1903, 1902 oder sowas die Schaumweinsteuer eingeführt, heute Sektsteuer, ne? Hat man damals eingeführt, um die kaiserliche Flotte zu bauen. Die kaiserliche Flotte gibt es nicht mehr und trotzdem zahlen wir noch diese Steuer. Also wir haben eine CO2-Abgabe und mein Ziel ist, dass es eine Abgabe auf fossiles CO2 ist, die möglichst schnell auf Null gehen soll. Das ist quasi das Ziel. So, das heißt also, alle Einnahmen, die dort erzielt werden, müssen anschließend wieder an die Bürgerinnen und Bürger zurückfließen, also entweder über Zuschüsse zum Klimaschutz oder indem wir an anderer Stelle Abgaben und Umlagen verändern. Und da ist ja im Augenblick die EEG-Umlage in der Diskussion. Da gibt es ja einen Kompromiss im Bundesrat, also bin ja sozusagen eher ein kleines Licht, aber da haben die großen Lichter quasi, also von der Koalition mit den Grünen, einen Kompromiss gemacht. Ob man den auch wieder aufschnüren kann, weiß ich nicht. Aber es würde auf jeden Fall helfen, die CO2-Belastung, also eigentlich werden ja gerade die Fossilen billiger durch die Situation an den fossilen Märkten, also vor allen Dingen die Einnahmen, die man da hat, zu nutzen, um die EEG-Umlage zu senken oder von mir aus auch tatsächlich weiter zu schleifen, weil erneuerbarer Strom ist an vielen Stellen einfach total effizient, also sei es Elektromobilität, aber auch Wärmepumpen, auch Großwärmepumpen. Also da hoffe ich, dass wir da noch ein Stück weiterkommen. Das wird jetzt eine Diskussion geben im Zuge auch des Konjunkturprogramms, kann da aber kein Ergebnis versprechen. Der Olaf Lies aus Niedersachsen, der Minister für Energie und Umwelt, ist ja vorgeprescht und hat gesagt, lass uns die EEG-Umlage auf 2 Cent absenken. Das würde sofort viele, wenn man das koppelt mit dem Ausbau der Erneuerbaren, viele Möglichkeiten, Wasserstoff zu erzeugen oder Wärmepumpen, Großwärmepumpen, Elektromobilität viel wirtschaftlicher machen, die im Augenblick komplett diskriminiert werden. Also in die Richtung denke ich auch. Aber einen komplett durchgerechneten Vorschlag haben wir da noch nicht, aber den wird es hoffentlich bald geben. Also ich bin mit Olaf morgen zum Telefonieren vereinbart. Ich hoffe, das klappt und mal gucken, wie wir da weiterkommen. Weil tatsächlich ist das völlig verrückt,
was da gerade im Augenblick im Strommarkt passiert. Brauchen wir dringend umweltfreundlichen Strom in vielen Sektoren. Wir kriegen ihn aber nicht dorthin, weil es über die EEG-Umlage blockiert wird. Jetzt kam noch eine Frage zum IPCC. Und zwar steht im IPCC, dass wir erst einen Atomausstieg brauchen und dann einen Kohleausstieg. Und die Frage ist, warum das bei uns andersrum ist. Ich glaube, ist das beim IPCC wirklich in jedem Fall, müsste ich jetzt, also eins kann ich nur ganz persönlich sagen, ne? Also seitdem ich denken kann, kämpfe ich gegen diese Atomenergie, war persönlich auch schon zweimal in Fukushima und weiß, was das bedeutet. Und ich würde das nicht gegeneinander ausspielen. So. Und der IPCC, das haben mir nochmal Kollegen aus dem Bereich der erneuerbaren Energien gesagt, muss relativ hohe Kosten für die Erneuerbaren angesetzt haben. Also Klaus da was zu sagen kann. Also ich glaube, dass man das Spiel nicht spielen sollte. Und wir haben in Deutschland wirklich einen breiten Konsens gehabt, aus der Atomenergie auszusteigen. Und wir sollten das machen. Und wir sollten dann wirklich den Ausbau der erneuerbaren Sektoren übergreifend voranbringen. Wir haben im Augenblick am Endenergieverbrauch in Deutschland 17% Erneuerbare. Das ist auch sowieso diese abenteuerliche Debatte mit der Atomenergie, weil die ja nur im Strombereich aktiv ist und oder im Strombereich eingesetzt wird. Und wenn man eine Gesamtbetrachtung macht, ist die auch weder effizient noch sinnvoll. Und wenn man sich anguckt, was da auch an CO2 in den Lieferketten ausgestoßen wird und was bei der Gewinnung alles passiert, ganz, ganz fürchterlich. Also würde ich nicht auf keinen Fall halten. So. Also eher Tempo machen, was die Erneuerbaren angeht. Und dann kommt man auch mit dem Ausstieg aus den Fossilen weiter. Und auch nicht nur an den Strom denken, sondern ganzheitlich denken. Gut, ich will auch nicht darauf eingehen, aber zwei Argumente sind, glaube ich, da auch wichtig. Beispiele der Atomenergie in den letzten Jahrzehnten fast in Europa zeigen, sie ist zu teuer und es ist viel zu langsam. Die beiden Beispiele in Finnland und Frankreich, die Reaktoren sind Jahre hinterher im Bau und sind doppelt und dreimal so teuer wie geplant. Ja, das ist nochmal ein Punkt, das kann ich auch nochmal sagen. Also die Atomenergie bindet so viel Geld, wenn man sich das auch anguckt, also das neue Atomkraftwerk, was im Vereinigten Königreich entsteht. Ich glaube, die fangen in der Dimension bei 12 bis 14 Euro Cent an und die Vergütung steigt jedes Jahr. Das bindet so viel Kapital, diese Atomkraft, bei allen Risiken, die noch zusätzlich dazukommen und der ungeklärten Endlagerfrage, dass das Geld in den Erneuerbaren viel besser eingesetzt ist. Und in der Regel setzen das ja bis auf die etwas verrückten Finnen in dieser Frage ja vor allen Dingen Staaten ein, wo es doch eine Kopplung zwischen der angeblich friedlichen Nutzung der Atomenergie und der Produktion von Atomwaffen gibt. Also und das Proliferationsrisiko ist auch riesengroß. Also Finger weg davon, kann ich immer nur sagen. Also auch aus der Erfahrung der persönlichen Gespräche in Japan. Okay. Dann ist noch eine Frage zu den EU-Ländern, ob es in Sachen Klima und Umwelt überwiegend Dissens oder Konsens gibt. Also es gibt natürlich einen großen Dissens, aber das Erstaunliche ist, dass alle Länder in Europa, Polen mit einem gewissen Annex, ja dem Ziel Klimaneutralität zugestimmt haben. Und dieses Ziel Klimaneutralität ist ja dann auf das Jahr 2050 fixiert worden, aber erstmal als Ziel ist es da. Und das ist eine Botschaft natürlich an die gesamte Industrie und das gesamte Gewerbe und die gesamte Bevölkerung nach dem Motto, dieser fossile Weg hat keine Zukunft. Und dann gibt es natürlich in Europa auch progressive und weniger progressive. Wir sind, was unsere Klimaschutzziele angeht, im nationalen Bereich, das ist ja allgemein bekannt, dieses Jahr wird es jetzt durch die Corona-Krise besser, nicht auf dem Zielerfüllungspfad, aber es gibt Länder wie zum Beispiel Dänemark, die aber nicht so eine große industrielle Basis haben wie wir, die da sehr positiv unterwegs sind. Also man muss schauen, wie man möglichst einen Konsens hinkriegt und sich die guten Beispiele rauspickt und guckt, was funktioniert in den einen Ländern gut, was funktioniert in den anderen Ländern gut. Und gibt es noch einen Aspekt, der wichtig ist. Es gibt die unabhängigen Gerichte. Ich weiß nicht, ob das bekannt ist. Also die Niederländer sind, was die Klimaschutzziele angeht, auch in der Zielerreichung hinter uns. Aber sie machen jetzt richtig Tempo. Sie machen unglaublich viel, weil sie vom höchsten Gericht in den Niederlanden verurteilt worden sind, ihre Klimaschutzziele endlich ernst zu nehmen. Und das ist wunderbar. Und tatsächlich
ist es für mich total hilfreich gewesen, in der Verhandlung des Klimaschutzgesetzes zu sagen, wenn wir unsere Klimaschutzziele in Deutschland nicht einhalten, ne, dann müssen wir Strafzahlungen leisten bzw. CO2-Verschmutzungsrechte bei anderen Staaten einkaufen. Da hat die Europäische Union total geholfen. Ich weiß aber nicht, ob alle Staaten verstanden haben, was sie damals beschlossen haben. Also Kollegen von der Union kamen dann in die Verhandlung zu mir und haben mir gesagt, Herr Mindrup, was erzählen Sie da? Das kann doch gar nicht stimmen. Ich sage, doch, das stimmt. Und dann die Frage, wer hat das verhandelt? Sage ich, reden Sie mit Frau Merkel. Die hat das verhandelt, hat das unterschrieben und das ist jetzt bindendes Völkerrecht. Das ist ja der große Unterschied zwischen dem Pariser Abkommen, wo es keine Sanktionen gibt, und den europäischen Regeln, wo es knallharte Sanktionen gibt, wenn man sie verfehlt in dem Bereich, wo wir national verantwortlich sind, auch im Emissionshandel übrigens. Also da ist Europa schon gut unterwegs. Bin gespannt, ob das alles so hält, aber ich glaube, es ist notwendig. Und man muss dann mit den Staaten, die besonders stark abhängig sind von der Kohle, sei es Stein- oder Braunkohle, natürlich über Transformationsprozesse reden und muss denen entsprechend helfen und muss vor allen Dingen gucken, weil sie dann nicht in Atomenergie gehen, hat der Klaus Müschen eben schon gesagt, habe ich auch gesagt, dass es viel zu teuer ist. Kurze Nachfrage. Was erwartest du in dem Zusammenhang von der deutschen Ratspräsidentschaft? Also ich hoffe, und so sind wir ja eingestellt, dass wir tatsächlich das Ziel 55% bis 2030 durchsetzen. Mit, ich sag mal, eventuellen Optionen, dass wir klare Transformationspläne machen und dass wir ein europäisches Konjunkturprogramm hinkriegen, was dann wirklich den Social Green Deal vorbereitet. Und das wird nur so funktionieren, indem wir auf der einen Seite diese Gesetzgebung mit vorantreiben, aber am Ende wird Deutschland auch, und ich glaube, das ist sehr gut investiertes Geld, auch Geld zur Verfügung stellen müssen für diese Maßnahmen. Das kann man jetzt nicht offen sagen, weil als Finanzminister, die müssen ja sozusagen, es wird eine taktische Verhandlung geben, aber ich hoffe, dass wir tatsächlich da vorbildlich vorangehen und dann in der europäischen Solidarität mithelfen, dass das am Ende funktioniert. Und das sind natürlich sehr schwierige Prozesse, weil in der Regel es eine Einstimmigkeit gibt. Das heißt, am Ende müssen, ich sage jetzt kein Land, muss das Land mit zum Beispiel mit viel Kohle dem auch zustimmen. Und das werden sie natürlich nur machen, wenn es irgendwo an anderer Stelle wieder Perspektiven für sich gibt. Und das ist die Aufgabe von Deutschland, das zu moderieren. Leider ist die Aufgabe weggefallen, auf der Klimakonferenz in Schottland, dass die Europäische Union in dieser Frage zu führen. Aber das ist, glaube ich, jetzt auch nicht entscheidend. Und da sehe ich dann wieder, glaube ich, einen breiten Konsens in der Bundesregierung. Da ist ja dann auch der Entwicklungshilfeminister dabei, nicht nur die Umweltministerin, die Kanzlerin wird da auch mitmachen, der Finanzminister auch. Also habe ich eine gewisse Hoffnung, der Außenminister auch, dass das in die richtige Richtung geht. Wir haben jetzt noch eine Minute. Ich würde sagen, Klaus und ich suchen uns jetzt noch eine Frage raus, denn wir haben noch sehr viele. Ich fange einfach mal an. Und genau, dann war es das auch schon. Und zwar, die Rebellion für das Klima beginnt jetzt und hat die letzten Monate super viel Fahrt aufgenommen. Was sagt, hier steht, was sagt ihr euren Enkelkindern? Ich würde die Frage jetzt an dich richten. Was sagst du deinen Enkelkindern? Und zusätzlich, vielleicht kannst du darauf nochmal eingehen, bist du damit zufrieden, was die SPD im Moment macht? Also ich bin total froh, dass ihr den Druck gemacht habt. Und ich glaube, dass, wie ihr schon gesagt habt, dass das sehr geholfen hat, damit wir hier vorangekommen sind. Wir haben das Schiff in Richtung Klimaschutz gedreht und wir müssen jetzt Tempo aufnehmen. Und das ist das, woran ich intensiv arbeite und in der SPD auch für Märkten kämpfe. Und das mache ich schon seit Jahrzehnten. Also von daher seht ihr mich relativ optimistischer, als das schon mal früher der Fall war. Meine Frage hat der Juni gerade mitgestellt. Danke. Genau, okay. Aber gut. Was ist dein, wie, also meine Frage ist noch nicht, die erste noch nicht ganz beantwortet. Wie, oder eher nochmal anders, wie könntest du uns weiter motivieren, den Druck zu erhöhen und weiter für das Klima zu kämpfen, wenn politisch sich da jetzt nicht so viel tut? Na, ihr habt unglaublich viel durchgesetzt. Ich glaube, das ist noch nicht so richtig angekommen. Also es gibt in Deutschland das Ziel Klimaneutralität. Es gibt in der Europäischen Union das Ziel Klimaneutralität. Jetzt gibt es eigentlich nur noch einen Streit darüber, wie schnell erreicht man das. Und wenn man jetzt möglichst viele Beispiele bekommt, wie man das schneller erreichen kann, also mit Unternehmen, mit Genossenschaften, mit Stadtwerken, mit den Kommunen, geht rein in die Gemeinden, macht Klimaschutzpläne in den Gemeinden, macht quasi eine Revolution von unten,
wie wir das in der Friedensbewegung in den 80er Jahren auch gemacht haben. Das soll jetzt ein bisschen nicht altklug klingen, aber ihr habt wirklich es geschafft, dass im Grunde genommen die politischen Beschlüsse in Richtung Klimaschutz gehen. Und das ist mit dem Klimaschutzgesetz nicht mehr irgendeine Absichtserklärung, das ist Gesetz, das ist auch einklagbar. Und euch ist das zu langsam, das ist auch vielen Wissenschaftlern zu langsam. Alles spricht dafür, dass es zu langsam ist, aber man kann ja schneller werden, wenn man das Ziel hat. Und viele wollen ja auch schneller werden und lasst uns gemeinsam daran arbeiten, wie man schneller wird und feiert auch diesen Erfolg und sagt nicht, ihr wart nicht erfolgreich, ihr wart sehr erfolgreich. Gut, eigentlich hätte da auch viel von der Politik selbst kommen müssen, davon mal ganz abgesehen. Aber es gibt nicht die Politik. Es gibt nicht die Politik. Es gibt immer Politiker, wir sind alle Menschen, wir sind in unterschiedlichen Parteien, wir kämpfen für unsere Ansätze. Da bin ich auch allergisch. Ich möchte nicht mit die Politik angesprochen werden, weil da hört euch die Riesen von den Kollegen, ich will gleich Kollegen sagen, von den Leuten, die mit mir im selben Saal sitzen, von der AfD an, mit denen will ich nichts zu tun haben. Ne? Also es ist nicht die Politik, sondern es sind alles Menschen und die kämpfen für ihre Ziele. Und ihr habt eine ganze Menge erreicht in vielen Parteien. In der SPD habt ihr denjenigen geholfen, die für Klimaschutz sind, habt ihr sehr geholfen. Übrigens auch in der Union hat das sehr geholfen. Aber dann noch eine Bemerkung ganz kurz. Ja. Man sollte schon bei den Politikern dann auch unterscheiden zwischen denen, die in Verantwortung sind und die an ihrer Verantwortung messen und denen, die erstmal nur in der Opposition, wo auch immer, dann dagegen reden. Und die Verantwortlichen, denke ich, die müssen schon auch dann liefern. Ja, ich finde, das ist ein schöner Abschluss. Genau, dann danke, dass du dabei warst, Klaus. Und auch danke für Klaus, dich als Moderationspartner. Ich möchte gerne noch für morgen das Webinar ankündigen, das mit Claudia Kempfert. Es geht um die Abwrackprämie und dabei vor allem um die wirtschaftliche Sicht. Das beginnt auch um 18 Uhr und wir freuen uns sehr auf euch. Und mit den Abgeordnetengesprächen geht es auch ganz bald weiter. Dankeschön. Danke, tschüss. Und danke an dich. Gesundheit. Ebenso. Danke. Tschüss. Danke, tschüss.